Hallo liebe Sportfreunde, gerade habe ich das erste Freundschaftsspiel in der anlaufenden Saison 2019-2020 hinter mich gebracht. Ich möchte euch von den ersten Erfahrungen berichten, die ich mit den neuen Regeländerungen hatte. Es ging dann los beim Anstoß. Da ist es jetzt so, dass die Mannschaft, die Platzwahl gewinnt, aussuchen kann, ob sie Anstoß nimmt oder die Platzwahl. Sucht die Gewinnermannschaft natürlich den Anstoß aus, dann darf die gegnerische Mannschaft natürlich dann die Seite wählen. Da habe ich eine Sekunde dann überlegt, weil letztendlich in den Beschreibungen der neuen Regel bezüglich der Seitenwahl für die Verlierermannschaft nichts drüber stand. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, im Falle eines Abstoßes kann es da theoretisch zu einer Doppelberührung führen. Dadurch, dass die verteidigende Mannschaft den Ball im eigenen Strafraum nach einem Abstoß oder Freistoßausführung annehmen kann, könnte es da theoretisch sein, dass der gleiche Spieler den Ball nochmal spielt. Hier ist letztendlich die Frage, kann es hier zu einer Doppelberührung kommen? Was meint ihr? Schreibt mir das in die Kommentare. Da war ich letztendlich unsicher, weil ich da auch in der Literatur nichts darüber gelesen habe. Und die dritte Situation, bei der ich heute schon Erfahrung machen durfte, ist das Thema Auswechslungen. Hier soll ja der neuen Regel nach der auszuwechselnde Spieler an der nächstmöglichen Stelle den Platz verlassen. Hat jetzt natürlich immer ein bisschen gedauert, bis ich den Spieler das erklärt habe. Und dann im Laufe des Spiels habe ich das auch sein gelassen und habe dann gesagt, komm, bevor ich hier stundenlang weiter erkläre, lauf lieber schneller Richtung Mittellinie. Und da wird sich letztendlich im Laufe der Saison zeigen, wie das angenommen wird, beziehungsweise wie wir das durchsetzen können. In unserem Verein habe ich mit einem anderen Schiedsrichterkollegen eine Mannschaftsschulung angeboten, die wurde auch dankend angenommen. Abends nach dem Training, da setzen sich die Seniorenmannschaften zusammen und wir versuchen denen die neuen Regeln nahezubringen, dass es möglichst wenig Verwarnungen beziehungsweise möglichst wenig Platzverweise gibt in der anlaufenden Saison. Habt ihr schon die ersten Freundschaftsspiele gemacht? Wie kamt ihr mit der Anwendung der neuen Regeln klar? Schreibt mir das in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal. Ich danke euch. Guten Pfiff. Bis dann.